Hey Leute, hier ist wieder eure Skyldorissa zu einem neuen Part von Neo The World Ends With You. Ihr wundert euch sicherlich, warum wir wieder zurück hier bei Tower Records sind. Ganz einfach, weil ich hier ein kleines bisschen Essen geholt habe, ein bisschen Geld zusammenfarmen wollte, wie ich es ja auch im letzten Part angekündigt habe. Und dabei habe ich ein Schweinchen gefunden. Und Schweinchen muss herausgefordert werden. Immer. Ach ja, ich habe das Level runtergedreht, obwohl ich ein Level abgemacht habe. Mal sehen, ob es klappt. So, let's go. Oh, shit. Ein Glück. Ja, wir haben es erledigt. Das ging schnell. Oh, sogar Sternrang. Und Adamantit haben wir bekommen. Und Freds Pin hat fast das Höchstlevel erreicht. Okay, klar, wir haben immer noch nicht so unglaublich viel Geld. Aber wir haben das wenigstens geschafft. Und das war mir wichtig. Weil je mehr Schweine wir jetzt machen, desto weniger Schweine müssen wir später machen. Oder sollten wir später machen. So. Dann gehen wir mal durch. Ah, die Musik ist gerade so schön, Leute. Ich feiere das gerade so richtig. Ach, ja. Ich hoffe wirklich, dass sie auch weitere Teile von The World Ends With You machen. Wirklich. Aber gut, endlich sind wir da. Tokyo Plaza. Hier soll also Neku sein. Neku, in Anführungsstrichen. Wir wissen ja immer noch nicht, ob er es ist. Hä? Quallen. Diese Noise sieht ziemlich stark aus. Fred, willst du mich verarschen? Das ist eine Qualle. Was sollen wir tun? Kommt darauf an, seht ihr Neku irgendwo? Nicht die kleinste Spur von ihm. Und auch nicht von den Varia-Beauties. Verdammt, wir kommen zu spät. Oder vielleicht ist Neku auch nie hier gewesen. Erledigen wir erst das Neues und beratschlagen uns dann. Let's go. Dann hauen wir mal so richtig auf die Kacke. Wenn er denn mal lädt. Das soll also stark sein. Ja, nie, ist klar. So, wir weichen mal ein bisschen aus. Komm schon, Nagi. Sehr schön. Neue Groove-Attacke. Sehr schön. Das ging aber schnell. Und dabei bin ich 16 Level unter den Level, was ich hier haben sollte. Weil ich ja mein Level selber bestimmen kann. Damit ist das Neues erledigt. Aber was ist mit Neku? Wir haben keine einzige Spur. Es wäre ratsam, noch einmal von vorne zu beginnen. Von vorne? Bei der Shibuya-Kreuzung meinst du? Könnte klappen. Wir könnten die anderen Teams ausquetschen. Ein Versuch ist es wert. Was niemals sein darf, erzeugt eine breite Schockwelle, die auf dein Ziel zurast. Wer erfasst wird, erleidet schweren Schaden. Lade den Angriff voll auf, um den Gegner zurückzustoßen. Das klingt interessant. Aber ich will noch nicht sofort zurückgehen. Weil wir haben hier auch Läden und wir könnten hier auch noch Geld verdienen. Und da vorne haben wir noch so eine FP-Mission und die würde ich auch ganz gerne machen. Leute, ich habe jemanden mit einem neuen Problem gefunden. Uff, du hast recht, scannen wir sie. Aber klar. Ja, keine Einwände, Nagi. Ich bin bereit zu tun, was von mir erwartet wird. Danke, zuerst muss ich sie scannen. Nur weil ich ein Popstar bin, darf ich mich nicht verlieben. Das ist dämlich. Ich will doch nur, dass wir zusammen sind. Warum müssen sich deswegen alle so aufregen? Wow, sie ist ein Popstar? Augenblick mal. Ich glaube, ich erkenne sie. Ist sie nicht bei den Peroxidolls? Möglich. Lassen wir ihr Hilfe zuteil werden? Ja, befreien wir sie von diesem Noise. Ich habe großen Respekt davor, in das Haupt einer Berühmtheit einzudringen. Sei es drum, wir marschieren weiter. Genau. Miss Refu.
Gedankenmeisters. Jetzt weiß alle Welt, dass ich mit Kashiki zusammen bin. Was ist so falsch daran? Ich möchte auch nur mit meinem Freund zusammen sein. Kann ich noch mal kurz das Level hochsetzen? Ich will wenigstens, wenn die schon sagen, wir sollen Level 29 sein, dann will ich wenigstens mit Level 25... ich habe natürlich nicht X gedrückt, weil ich schlau bin. So. What an awful affliction. Ja, genau. Pardon the intrusion. Rein mit uns. Ja, es ist wirklich. Wir können dem nicht ausweichen. Wir müssen kämpfen. Die ganzen Gerüchte, ob die stimmen oder nicht, ist denen egal. Oh, die entziehen uns die ganze Zeit KP dabei. Ah, das ist nicht so gut. Nicht so geil. Wir müssen kurz warten. Na, komm. Sehr schön. Na. Schwachstelle. Also, Nagi ist sehr effektiv gegen die, was gut ist. Wir haben gleich genug für den Groove. Perfekt. Perfekt. Und wie viele Runden haben wir noch? Oder war es das schon? Nee, war es nicht. Warum bin ich überhaupt ein Star geworden? Oh, sie zweifelt aber heftig an sich selbst. Die arme Frau. Shoot. How's that? Let's keep it going. Sehr gut. Einmal Rindos-Attacke, die Windattacke. Na, wir können gerade nichts. Alter, wie viel Schaden haben wir denn schon gefressen? Sehr gut. Gleich haben wir es. Sehr schön. Ich hoffe nur, wir können uns noch irgendwie heilen, wenn das jetzt noch weitergeht. Oh. Und wer zur Hölle ist dieser Informant? Ah. Oh, sie ist pisst. Also hat irgendein Paparazzo das der Presse gesteckt. Böser Kugelfisch. Oh, Bombe. Weg, 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 weg. So, komm schon. Rindo, lad mal auf. So, weiter. Ach. Mehr Attacken. Oh, wir haben es geschafft. Super. Aber leider nur Bronze. Mäh. Ärgerlich. Was soll's. Wir sind ja auch nicht mit vollem Level angetreten. Das ist es ja auch noch. Single sein zu müssen, ist eine dämliche Regel. Das mit Kashiki ist keine Affäre. Das mit uns ist was Ernstes. Ich hab's. Ich werde mit meinem Manager sprechen. No. Ein weiteres Übel wurde ausgelöscht. Popstars und Normalos sind wohl doch gar nicht so verschieden. Oh, dieses Funkeln, was Nagi gerade hatte. Wir sind immer mit Rat und Tat zur Stelle. Ich bin so stolz. Ja, wir bringen's. Aber jetzt zurück zur Mission. Und yay, wir haben mehr im sozialen Netzwerk geschafft. So,
Ich guck nochmal hier. Was für ein Skill bringt sie uns denn überhaupt? Inversionserweiterung. Erhöht die Zeitbegrenzung. Das ist gut. Erhöht die Anzahl von Noise-Symbolen, die dir in einer einzelnen Kampfserie zur Verfügung stehen. Also ich brauche hier dringend mehr Punkte. Bonus-Set. Erhöht die maximale Anzahl von Pin-Sets um 1. Wow. Das ist krass. Das sind krasse Sachen. Das sind krasse Skills. Muss ich ja sagen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Please come in. Soll also etwas hermachen, die Kleidung. Aha. Ja, ich gucke gerade zu. Du bist so schön wie ein Diamant. Das ist ein geiler Pin. Ja, ich will diesen gemeisterten Pin verkaufen. Den auch, weil er nicht so viel hermacht. So, was haben wir denn hier? Die Stadt spielt Schach. Elektroschocks. Ah, das ist dieser Kettendings da. Super findig. Was denn? Was kann der denn? Erhöht die Fundrate um 3. Betäubte Feinde. Was haben wir hier? Versetzt das Team zu Beginn des Kampfes in Lebensgefahr, erhöht dafür aber den Angriff. Nein. Nein. Das mache ich definitiv nicht. Bin ja nicht bescheuert. So, dann gehen wir mal hier rein. Ja, Rindo hat Hunger. Kann ich verstehen, Rindo. Oh, Petit Bonheur könnten wir ja machen. Was haben wir denn hier? Auto aufladen von Jolie Beco. Was? Lädt und verwendet Zeugs auf Tastendruck automatisch. Erhöht EP und PP, aber die haben wir schon. Ja, sie hofft, dass ihr uns bald wieder seht. Dann gehen wir nochmal zu Topo Topo. Was ist das denn? Ach, eine Granatenpin. Ja, den kann ich ja mal holen, einfach für die Pinsammlung. Und Street Food Restaurant. Oh, da kriege ich Hunger. Tigim mit Banane. Dieser koreanische Nachtisch besteht aus einer frittierten Banane. Oh, Takoyaki. Das hätte mich aber auch gewundert, wenn Rindo das nicht mag. Nagi mag keine Takoyaki. Jetzt mag ich Nagi nicht mehr. Natürlich nur Spaß. Kann sie ja nichts dafür. Oh, Nagi mag wenigstens Corn Dogs mit Käse. Das ist ja wenigstens was. Was ist denn hier mit diesem Tiege mit Banane? Das mag sie. Rindo mag Corn Dogs. Ja, und du magst deine... Okay. Ja, das können wir jetzt auch nochmal bestellen. Ist ja nicht so teuer. Zum Glück. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf Richtung... Wobei, ich will erstmal hier gucken, ob es noch irgendwo... Rülps, was? Uff, bei Asia Fantasia gibt es echt eine riesen Auswahl an leckerem Essen. Ich bin voller als ein Teller Frühlingsrollen. Oh, Leute, jetzt kriege ich Hunger. Ich habe einen Corn Dog mit Käse von Asia Fantasia gegessen, aber jetzt möchte ich Nachtisch. Hättest du mal die Tigern bestellt? Die waren doch Nachtisch, Banane mit Schokosoße. So. Ist hier irgendwo ein Schweinchen? Hoffentlich sieht meine Frisur nicht komisch aus. Ist ganz gut geworden dafür, dass ich sie selbst geschnitten habe. Nur am Hinterkopf zieht es ein bisschen. Also selber Haare schneiden würde ich nie machen, außer die, die Dings. Die Spitzen. Maximum. Das ist Maximum, was ich mir zutraue. Es liegt aber auch daran, dass ich momentan keine gestuften Haare habe. Hätte ich gestufte Haare, dann würde ich das auch nicht machen. Weil das ist krank.
wenn du es verkackst, hast du es am Ende halt richtig verkackt. Und das muss nicht sein. So, wo landen wir jetzt nochmal? Ach ja, Cat Street. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück, den wir hergekommen sind. Genau. Schön ab nach unten. Ja, da ist ja wieder dieser komische Laden. So. Ja, Tower Records, wir sind fast da. Schon. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen Gemüse essen bei Dings. Bei diesem Veggie-Laden da. Aber nee, kein Bock auf Veggies gerade. Die hatten gerade so viel Streetfood. Hä? Was ist los? Hey, mein Handy vibriert. Ist was Wichtiges passiert? Nee, sieht nur wie eine dieser Eilmeldungen aus. Niemand hat irgendeine Braut geheiratet. Kaum relevant für uns, du sagst es. Warum kriegen wir eine Nachricht? Aber wir dürften doch eigentlich solche Nachrichten gar nicht kriegen. Oder nicht? Türkishaarreif. Nee. Na gut, wir sind ja gleich da. Aber wieso kriegen wir eine Nachricht aus dem RG? Normalerweise sollte man die doch eigentlich nicht kriegen, wenn man im Spiel ist. Interessant. Was jetzt? Ach du schon wieder. Hi, Schieber. Was? Ein Team hat das Ziel erledigt. Was? Schon? Wie? Wir werden die Ergebnisse bei der Shibuya-Kreuzung in Kürze offiziell bestätigen. Alle Spieler sind eingeladen, dem Prozedere beizuwohnen. Das Ende einer Legende sieht man schließlich nicht alle Tage. Und damit empfehle ich mich. Adieu. Mist, wer hat ihn gefunden? Rinro, guck mal. Nein. Unser Held und Lady Tsugumi. Nein, sie wird ihn doch nicht auslöschen. Was? Warum ist er da? Willst du mich veräppeln? Mehr hast du nicht drauf. Nach all dem Ärger, den wir hatten. Du bist nicht mal ein Quäntchen unserer Zeit wert. Du mich schon wieder Legende? Pfft, wohl eher eine gute Nachtgeschichte. Ich schnarche gleich weg. Rapü, rapü. Weißt du was? Vergiss es. Ich hab genug gesehen. Hey, Ruinbringer. Der Kleine gehört dir. Wie? Willst du keine Punkte dafür, ihn auszuschalten? Er ist kein Spieler und er ist kein Reaper. Er ist freiwillig. Ist nicht gegen die Regeln, ihn auszulöschen. Betrachte ihn als eine Art Neues und zeig es ihm. Hä? Sie reagiert irgendwie drauf. Aber irgendwie sind ihre Augen seltsam. Nein! Wir sind zu spät. Verzeih uns, oh legendärer Held. Nein, so darf es nicht enden, Sie verzieht das Gesicht. Ohne ihn kommen wir aus dem Spiel nicht raus. Oh, er hat seine Kraft eingesetzt. Schon gut, versuchen wir es nochmal. Wenn wir rauskriegen, wo sie gegen Neko kämpfte, können wir zurück und ihn retten. Ja, das ist die Frage. Muss herausfinden, wo Tsugumi Neko angegriffen hat. Damit sind wir zurückgereist. Mal wieder. Okay, das ist wohl der Zeitpunkt, bevor wir zum Tokyo Plaza gegangen sind. Neko war hier, aber wir müssen ihn vor seiner öffentlichen Hinrichtung finden. Und zu warten bringt uns nicht weiter. Die Frage ist, wo haben die zwei gekämpft? Also, wo sollen wir nach Neko suchen? Wow. Oh, stimmt. Wir benötigen einen Vorschlag, der im Bereich des Wahrscheinlichen liegt. Ja, allerdings. Also ich würde das 104 auf den Kopf stellen. Könnten wir machen.
ohne die Querdenkerin zu geben. Scheint es mir die Santa Guy verspreche erfolgreichere Suche. Kann sein. Was ist mit dem Shibuya Hikarie? Anscheinend hat dort noch kein anderes Team nachgesehen. Ihr Dummbeutel könntet die Ersten sein. Ja, ein Versuch ist es wert. Was? Was? Du machst einfach, was ich sage? Ohne Rumgeheule? Ohne auszurasten? Schade. Ich wollte dich eigentlich provozieren. Ach, Shoki. Wir haben keine Zeit für sowas. Und zum Labern auch nicht. Aber danke für den Tipp. Keine große Sache. Alter, indem er sie ignoriert hat, hat er ihr die beste Paroli gegeben. Er ist definitiv nicht beim Tokyo Plaza. Wer mit Nekos Aufenthaltsort richtig liegt, kann niemand sagen. Wir könnten auch alle falsch liegen. Aber die Zeit arbeitet für mich. Ich kann es immer wieder neu versuchen. Wo sollen wir hin? Ist jetzt die Frage. Ja, wo gehen wir am besten hin? Ich denke zum Shibuya Hikarie. Am Shibuya Hikarie könnten wir Glück haben. Ich glaub's ja nicht. Was glaubst du nicht? Dass du tatsächlich meinem Ratschlag folgst? Wär's dir lieber, wenn ich dich bloß ignoriere? Pft, damit würdest du nicht weit kommen. Wie ich schon sagte. Ich habe mich vorhin dort rumgetrieben. In dem Gebiet waren wirklich keine anderen Teams. Das beweist nicht, dass Neko sich dort aufhält. Es beweist auch nicht das Gegenteil. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und jetzt findet ihn für mich, okay? Selbst wenn er nicht dort ist, grenzen wir seinen Aufenthaltsort weiter damit ein. Wir müssen ihn finden. Exakt. Und damit sind wir wieder an der Shibuya-Kreuzung. Es ist 10 Uhr früh. Aber ich habe jetzt entschieden, dass wir den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir weiter nach Neko suchen und wir werden ihn finden. Denn Neko ist ein guter Gefährte für uns. Hoffe ich. Wenn das wirklich Neko ist. Was ich eigentlich sogar nicht glaube, aber dazu ein anderes Mal. Bis dann, Leute. Bye, bye.